Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines. Wir brauchen natürlich, wie in dem letzten Video angekündigt, Industrie. Und das ist natürlich jetzt hier noch so ein bisschen das kleine Manko, dass wir das noch nicht haben. Wobei wir ja eigentlich genug Industrie haben, wenn wir das hier so sehen. Das hier sind eigentlich alles nur Bürogebäude. Wir kloppen sich ja direkt hier für Industrie. Hier hinten haben wir natürlich auch schon weiter gebaut. Zumindest wollten wir das auch so. Ich weiß nicht, wie viel man noch hier freischalten können demnächst. Auf jeden Fall wieder eine 2,2. Also in den hier. Ich denke mal nicht, dass hier unten noch was dann kommen wird. Das wird dann, ich glaube, auch so das Größte von allen dann sein. Werden wir sehen. Industrie ist auf jeden Fall gefragt und die müssen wir uns jetzt mal langsam kümmern wieder. So. Kostet nur 12.000, wie günstig. So, hier. Werden die jetzt hier einfach so in den Stadtrand lang legen. Wir brauchen wieder Industrie. Die Frage ist, ob dann auch wirklich nur Industrie gebraucht wird. Zumindest diese dreckige Industrie. Und nicht diese Bürogebäude. So ein bisschen Kuddelmuddel hier machen. Soll ja nach nichts aussehen, ne? Also ist einfach los. So, Industrie. Für Industrie haben wir natürlich Platz, oder wollen wir Platz haben? Oder möchten wir das auch nehmen? So, hier, so können wir doch eigentlich auch nehmen bis hierhin. Da lassen wir noch frei auf der anderen Straßenseite. So. Was ist das hier für ein Fleck? Der gehört so hin. Dann werden wir den auch so hinbauen. So, Industrie haben wir zwar gesetzt, aber irgendwie, oder sieht man das jetzt bloß? Na gut, das sieht man bloß nicht, weil es eben fort dunkel ist. Und wenn es dunkel ist, sieht man da sozusagen fast gar nichts. So, Wasser haben die schon mal. Dann kriegen die auch Wasser. Strom werden sie sich dann wohl oder übel eh nehmen. Da haben wir ja noch 125 Megawatt übrig, das ist schon mal gut. So, die Industrie ist hier, Geschäfte, Häuser, Wohnungen. Wohnungen können wir uns auch gleich mal angucken, haben wir hier überhaupt noch irgendwo einen freien Platz? Der hat kein Wasser, das ist auch gut. Warum hat der kein Wasser? Wohnt so weit statt außerhalb. So, hier hinten, wie gesagt, da wollten wir ja die, wie nennt sich das? Die hohe Dichte bauen, die haben wir ja auch gemacht. Mal sehen, wie das sich da entwickelt mit dieser hohen Dichte. Strom werden die sich alle gegenseitig nehmen, hoffe ich mal. Nicht, dass jetzt hier unten einer anfängt, sich da hinzubauen, das wäre natürlich blöd. Hat er nämlich keinen Saft oder Strom, sagen wir es mal so. So, was ist hier los? Nicht genügend Kunden. Ja, man kann ja nicht hexen, ne? Mit den Leuten, wenn natürlich keine da sind. Irgendwie brennt das jetzt hier gerade überall. Keine Ahnung warum. Was ist hier los? Hier gibt es auch was Schönes. Nicht genügend Käufer. Käufer für Produkte. Wie muss man das jetzt verstehen? Keine Ahnung. Ist gerade weggegangen. Dass sie wahrscheinlich nicht dahin kommen, denke ich mir mal. Ich weiß es nicht. Aber Anbindung ist ja überall. Keine Verbote gibt es jedenfalls nicht. Dass sie nicht da langfahren dürfen. Etc. Da müssen die also
dahin kommen, wie auch immer. So, Müll herrscht hier schon wieder. So, hier hinten tut sich noch gar nichts. Das ist schon mal ja nicht okay, aber würde reichen. Industrie ist, Industrie, da ist schon Gewerbe. Ist hier natürlich schön voll. Gemischt mit niedriger und hoher Dichte. Frage ist jetzt, ob ich jetzt mir getraue, die hier reinzubauen noch. Ich möchte jetzt nicht ungern da nach oben wegen bisschen wegen bisschen Gewerbe dahin. Wäre so ein bisschen blöd oder siehe blöd aus. So, ich habe mal eben bloß einen sogenannten Friedhof. Den kann man hier so hinsetzen. Dann können wir im Friedhof einkaufen gehen, das ist auch gut. So, wenn man hier auch noch das Gewerbegebiet einsetzen, damit die ein bisschen einkaufen können hier. Weil die wollen ja ihre Produkte auch irgendwie loswerden. So, Gewerbe, hohes oder niedriges, das ist jetzt wieder die Frage. Hier sind kleine. Wir machen jetzt hier einen kleinen draus. Oder doch groß? Weiß nicht, ob das so toll ist. Werden das jetzt einfach mit den kleinen oder niedrigen Dichte nehmen. So, hier so hin und da so hin. So, und dann kann man das jetzt hier auch durchziehen. Ja, was mich immer ein bisschen wundert oder ärgert, ich weiß nicht, was das ist hier, warum nicht genügend Kunden sind. Also wir haben ja eigentlich 26.000 Einwohner, fast 27.000 Einwohner. Und dass da keiner einkaufen geht, das ist ja schon ein bisschen Sinn. So ein bisschen sinnlos, würde ich sagen. Also da gehen da schon welche einkaufen, aber dass da nicht genügend sind, das ist natürlich Quatsch. So, hier haben wir natürlich das gleiche Problem mit diesen, dass hier angeblich die Käufer nicht da sind für die Produkte. Naja. Wenn es hier irgendwo wieder brennt, wie auch immer, oder auch nicht, gut. Ist hier ein bisschen kleiner Stau. Die Ampel ist eigentlich auch so sozusagen fast für den Arsch. Ob die jetzt nun grün ist oder nicht, die behindern sich alle irgendwie gegenseitig hier. Ja, die stehen jetzt sich im Weg, also so bekloppt. Mann, Mann, Mann. Dann stehen die sich im Weg, genau. Fein. Der fährt dann glatt mal durch und der auch, naja. Also Kreisverkehre wären vielleicht doch das Optimalere von allen. Die haben wir, glaube ich, auch da. Großer Kreisverkehr. Ja, die Frage ist, wie bauen wir den jetzt? Wollen wir hier mal einen hinbauen? Weil das ist echt. So ein Dingern hier ein bisschen echt unnormal, wie die sich hier anstellen.
So einen dreispurigen. Oder was haben wir hier? Hier haben wir auch einen dreispurigen. Da soll man hier auch einen nehmen, der dreispurig ist. Mit Pflänzchen. So. Problem ist, dass wir den gar nicht so hinkriegen werden, wie es da so gewünscht ist. Deswegen mal gucken, was wir hier abreißen können. Aber ein bisschen Ordnung bräuchte man hier echt schon, das ist unnormal. So, kann man vielleicht selber noch mal gucken. Kreisverkehr hier hin. Theoretisch da und dort. Warum man den jetzt nicht baut, nur wegen diesen Eckdingern da oder was? Oh, ist unnormal. Die suchen sich jetzt alle natürlich den kürzesten Weg. Wird natürlich den schönsten Stau geben, den es überhaupt gibt. Hier so werden wir die Straße trotzdem durchfahren, weghauen, wegmachen, dann werden die wegziehen, genau. Den hier auch. Und den hier auch mal. So, und Kreisverkehr. Ich bin einfach zu faul, einen zu bauen. Wie teuer ist der überhaupt? 7600. Eigentlich, von oben, wie sieht das aus? Von oben gucken. Die Straßen dann irgendwie alle versetzt, keine Ahnung warum. Müssen wir hier oben noch, ja, euch ein bisschen abreißen, tut mir leid. Das war ein großer und das ist ein kleiner, okay. Mal den hier. So. Jetzt kann man hier schon mal. Wieder ein bisschen runter gehen. Sieht man schon fast gar nichts. So, dreispurig mit den Seiten. Das ein bisschen hübsch aussieht. Kann man das auch gleich so machen. So hier. Je, oh je. So, es war jetzt nicht mal ganz gerade, aber wir wissen, was wir damit meinen. So, Upgrade auf die Straße hin. So. Müsste es jetzt auch keine Ampeln geben, hoffe ich mal. Nicht, dass er jetzt hier Ampeln reingeballert hat und wir hier irgendwelche Ampeln reinkriegen. So, dann können die eigentlich auch alle wieder umdrehen und da lang fahren. Herrscht überall Chaos. Ja, natürlich versuchen die jetzt den kürzesten Weg wieder zu fahren, weil sie eben hier nicht lang gekommen sind. Waren jetzt alle hier lang? Ich glaube es nicht. Es ist manchmal schon echt ein bisschen verwirrend, was die hier sich zusammenschustern, die KI.
Der Müll und Fliegen aus der Nachbarwohnung kommt ein komischer Gestank. Frage ist, warum? Gibt es jetzt schon wieder Müllprobleme? Die Frage ist, was, wo? Industrie. Wir haben mal hier unten noch was. Dazu tun. Oder dafür tun, sagen wir es mal so. So hier lang. Ah, nicht so. So würde reichen. Ich hoffe, der hat auch Wasser. Hat er, gut. Ah, hier. Die Straße. Die werden wir auch wieder anders machen. Das sieht blöd aus mit diesen Mittelstreifen. Ist da eigentlich eh kein Bus da, also soll das. Aber dafür haben die jetzt Ampeln, wie ich gerade sehe. Das ist natürlich nicht gut. Die Ampeln müssen weg. So, was haben wir hier noch? Hier hinten ist diese Industrie. Das Gewerbegebiet wird langsam wieder mal leer. Gibt es wieder Häuser abzureißen? Das ist natürlich nicht toll. Haben wir noch was? Nein, haben wir nicht. Gut, die andere Straße ist hier ein bisschen entlastet jetzt. Das ist schon mal sehr gut. Der Kreisverkehr ist irgendwie ein bisschen sinnvoller, wie, weiß ich nicht, wie so eine komischen Ab- und Auffahrten. Einrichtung voll. So, die Kapazität von Mülldeponien und Friedhöfen ist begrenzt. Sehr schön, dann haben wir hier Haufen Tote wieder drinnen liegen. Weg. So hier. 3000 Leute liegen hier. Ein Krematorium. Muss mal ein bisschen Gas geben, dass da hier die Leute auch rausschafft. Budget, Fenster auf, rufen Krematorium. Da was. Nee. Friedhof war doch nicht unter Müll, oder? Nee. Unter Arzt. Nee, ja auch nicht, doch. Unter Gesundheitswesen, okay. Gesundheitswesen haben wir eigentlich. 121. Ja, wollen wir den jetzt hier daneben noch ein bauen? Ist ja bloß ein Friedhof. So, Strom, wieso Strom? Hast du doch. Oh, haben wir bald nicht mehr, sagen wir es mal so. Da fehlt uns auch noch ein ganz gutes Stück. So, was mir jetzt noch einfällt, dass wir hier. Wir haben ja Geld erstmal genügend. Dass wir hier so vielleicht. Unsere Leute noch hier so anbinden, dieses Gulasch hier da mal ein bisschen wegmachen, das sieht mir ein bisschen blöd aus. Deswegen mal eine Pause einlegen und alles abruppen. Das wird die nicht gerade sehr freuen, aber wir brauchen mal ein bisschen ordentlichere Straßen, das sieht nämlich alles ein bisschen alles sehr kunterbunt aus.
kostet ja alles auch Geld, glaube ich. Nicht umsonst. So, so, weg. Das ist auch weg. Das ist weg, das ist weg, das ist weg. Und dieses hier, jetzt haben wir mal sehen, wie da reinpasst. Wenn er reinpasst. Ah, er passt nicht rein. Müssen wir mal sehen, wie weit wir da nach unten weg abreißen sollten, möchten. So, hier so ist das jetzt. Tut mir leid. Ich werde jetzt mal alle ein bisschen stromlos. Darf man nicht vergessen, dass hier Strom ist. Dann sitzen die alle schnell mal im Dunkeln. So, hier geht das. So hier, aber... Okay, dann die Seite links und rechts nochmal. So hier. Gut, und da der Strom, müssen wir aufpassen. Weil wenn der da weg ist, sitzt man hier ganz schnell im Dunkeln. Und das möchte ich ja nicht gerade. Oder nicht vergessen wieder, dass es anzuschließen ist. So. Das ist Autobahn E gewesen. Also dreispurig. Nein, nicht so hier. So, und der hier. So, bereits belegt. Naja, ist okay. So, da haben wir den hier angebunden. Warum der so blöd hier nach dahin geht, das ist, verstehe ich auch nicht. So und so. So. Hier werden wir noch ein bisschen wegmachen. Ja, ihr freut euch leider zu früh. Frag ich doch. Das sieht nicht toll aus. So, jetzt haben wir noch den Strom, den wir noch da drüben legen müssen, sonst, wie gesagt, kein Strom. Schlecht. So, und dann sieht das alles auch ein bisschen ordentlicher aus.
Nacken staut sich's immer noch, weil sie alle dahin wollen. Statt nach oben zu fahren und hier oben reinzufahren. Ja, könnte ja gehen, aber geht da für die wieder auch nicht oder wollen sie wieder nicht. Industrie ist natürlich auch noch wieder gefragt. Industriekäufer sind hier, sind wieder Tote, das ist klar. So, mal gucken, das Krematorium. Keine Ahnung, warum der keine verstorbenen Bürger verbrennt. Will er wahrscheinlich nicht. Hier sind 0 und hier ist voll. Ja, Gebäude in eine andere Richtung entleeren. Ich hoffe mal, dass er jetzt ja auch von da nach da fährt und nicht hier von da nach da. Oh, hier rein. Sehr schön. Nee, der ist wirklich nur hier rüber gefahren. Ist doch ein Witz, Leute, was ihr da macht. Krematorium, wie teuer ist das? Gucken, das kostet nämlich, glaube ich, auch 25.000, meine Fresse. Ist nicht gerade günstig. Was kostet der in der Woche? 720 ist eigentlich gar nichts. So, wir wollen jetzt 4 Stück dahin, das ist eigentlich egal. Damit die die da reinmachen und nicht da in den sogenannten anderen hier bloß rüberhiefen. Und das ist nicht gerade der Sinn der Sache, den hier reinzustecken. Es fallen hier wieder mehr Leichenwagen rum wie sonst. Gut, das haben wir ja auch erledigt. Das ist gut, jetzt brauchen wir uns wieder um die Industrie kümmern. Oder sollten wir uns um die Industrie kümmern? Hinten brennt es wieder mal lichterloh. Oder hat gebrannt. Ungebildete haben wir hier. Das ist gut. So, ansonsten... Hier ist auch alles voll an... unseren ungebildeten Leuten. So, Strom 487 Megawatt. Kommt alles von dort. Gucken, dass auch alles angeschlossen ist. Nicht, dass ich wieder was abgerissen habe und dann wieder nicht finde, was das war. So. Industrie. Ja, die Frage ist immer, Industrie, nach was richten wir uns da? Gut gebildete, gebildete und ungebildete sind 39%, 32 Bürger mit Abschluss. Grundschule. Natürlich auch gut. In der Oberschule sind 5.517 berechtigt. Es wird so ein kleines Problem, würde ich sagen. Eine Oberschule. Ja, bauen wir jetzt die Oberschule dahin. Dass die wenigstens was haben, Grundschule. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt wieder so viel bauen, dann haben die dann am Ende nur noch, oder haben wir eigentlich nur noch ungebildete, supergebildete, so rum. Bürgerzufriedenheit, Industriegebiet ist schon mal gut, Gewerbegebiet ist auch in Ordnung, Wohngebietzufriedenheit ist natürlich nicht gut. Was kann man da noch gucken? Ne, hier nicht. Verkehr auch nicht, Lärm. Ja, ist die Autobahn, ist natürlich klar. Kann man hier aber auch behelfen, uns dann mit hier zum Beispiel Schallschutzwänden, wenn er so laut ist. Kriminalität ist bei 9%, also da ist nichts sehr groß. Bevölkerung. Hauptsächlich Familien, grün. 9% Kinder, Jugendliche 18%.
Arbeitslose Bürger 4%, das ist eigentlich auch gut. 14.017 Stellen, angestellte Bürger von 13.000. Gelddichte hoch ist hier. Oder Bodenrichtwert ist da hoch. Äußerst hoch. Hier noch nicht. Wobei, wenn wir schon dabei sind, wenn ich das gerade so sehe, können wir den hier noch einstellen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Dass diese hier auch den. So, und hier sind die niedrigen. Kommen die dazu? So. Überall ist natürlich Recycling angesagt. Ich hoffe, dass die das auch so machen. Auch natürlich wieder bei Strauchhöhlen, da war wieder klar, dass das wieder nicht so ist. So. Damit die nicht so massentonnenweise an Müll produzieren, wäre natürlich blöd. Wenn die dann so einen Haufen Menge an Müll hier produzieren würden, würden wir alle umfallen an Gestank. Hier brennt es wieder, die Feuerwehr, keine Ahnung, wo die kommt, von da oben. Ja, auch nicht. Feuerwehr, wo bist du? Keine Ahnung, es brennt überall. Der Sommer und es brennt. Naja. Gut, Industrie ist natürlich immer noch das große Problem und hier Kunden fehlen uns und hier brennt es überall an jeder Ecke irgendwie. Ja, werden uns natürlich in der nächsten Folge mit der Industrie weiter beschäftigen müssen. Dann werden wir natürlich das hier ausbauen, bis hier runter hin. Muss natürlich sein und das hier ist dann eben unser das einzelnes Bürogebiet. Nennen wir das dann einfach mal so. Ansonsten dann werden wir noch an den einigen ein oder anderen Straßen noch was verändern müssen. Sonst sieht das ein bisschen blöd aus oder wirkt zumindest nicht so toll. Da werden wir noch was verändern. Das werden wir aber wiederum in der nächsten Folge von City Skylines sehen. Die kommt natürlich dann wieder in einer Woche. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Wenn euch die Folge natürlich auch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, unter dem Video in den Kommentaren eure Wünsche, Kritiken, Vorschläge reinzuschreiben oder mir ein paar Tipps zu geben. Wäre auch gut. Und für alle, die eben neu zugeschaltet haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder zu City Skylines. Danke fürs Zuschauen und bye bye.